Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich habe heute meine Blutwerte mit folgendem Kommentar bekommen. Damit Sie das auch verstehen, was diese Werte bedeuten. Wären Sie ein Pferd, würde man Sie erschießen. What the fuck? Haben wir jetzt auch eine Katze? Und mich bei meinen Chinesisch-Kenntnissen für ihren Namen inspirieren lassen. Sie heißt jetzt Nummer 134 mit Reis. Die Taube hinten im Garten erzählt ihrem Lover jeden Tag dieselbe Geschichte. Schüler furzt lautstark im Unterricht. Lehrer, dürfte ich Sie bitten, das Spielen der Darmflöte im Unterricht zu unterlassen? Single-Leben. Oder wie ich es nenne, wie viel Knoblauch kann ein einzelner Mensch an einem Tag wohl essen? Ich habe heute an einem Tag 35 Kilogramm verloren. Oder anders gesagt, wenn ihr ein blondes Mädchen mit blauen Augen findet, die gehört zu mir. Warum haben vegane Restaurants automatische Türen? Nun ja, eine normale Tür kriegen Veganer nicht mehr auf. Nordkorea provoziert mit weiteren Raketentests. Frechheit. Gerade jetzt, wo Deutschland die Welt mit Fahrverboten retten will, versauen die uns die Feinstaubbilanz. Ich habe eine E-Mail von den Absender ABCDEFG erhalten mit dem Anhang FGJEPPP. Die kann ich doch unbesorgt öffnen, oder? Wir haben die nächste Aufnahmesession von Lustige Witze. Ich bin immer noch in Berlin, es sind ungefähr 800 Grad, weil wir immer noch August haben, während wir das drehen. Mhm. Und es ist unfassbar heiß gerade, deswegen wir haben das Fenster auch auf, bitte seht uns das nach. Auf jeden Fall mein heutiger Gast, ihr solltet ihn vielleicht kennen, der gute Tenz. Hallo, ich habe euch ja lange nicht mehr gesehen, ja. Ihr seid groß geworden, meine Güte, das geht so schnell. Nach 4 Jahren Beziehung will mir meine Freundin immer noch die Klamotten vom Leib reißen. Zwar bloß, um die Waschmaschine zu füllen, aber hey! Ich habe jetzt 2 Tage hintereinander denselben Plastikstrohhalm benutzt. Damit ist es kein Einwegplastik mehr. Zack, wieder eine Schildkröte gerettet. Scheiß Autokorrektur. Meine Ex wollte schreiben, ich liebe dich, bitte nimm mich zurück. Stattdessen ist, hör auf mich zu stalken, du krankes Arschloch, angekommen. Oha, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Heute beim Joggen eine Leiche gefunden. Habe sie mit nach Hause genommen und der Katze auf ihr Kissen gelegt. Jetzt weiß sie mal, wie das ist. Immer, wenn etwas quietscht, stelle ich mir vor, wie ein winziges Tröpfchen Öl schreit. Boah, so eine Scheiße. Immer muss ich alles alleine machen. Mama, wenn ich meinen Pudding mit dem Löffel esse, heißt es dann löffeln? Ja. Und wenn ich mit den Fingern esse, heißt es dann finden? Nein! Like und abonniere YouTube. Like und abonniere YouTuber!